Hi Leute und willkommen zurück zu Vampire The Masquerade Bloodlines. Wir haben uns beim letzten Mal in diese Kirche geschlichen. Na, was ist geschlichen? Wir haben einfach alle ausgesaugt und die haben sich nicht gewehrt. Wir haben einen kleinen Geheimgang gefunden. In den Keller. Und scheint nicht nur ein Keller zu sein, scheint auch noch größer zu werden. Ich bin gespannt, was es hier gibt. Wir sollen noch unsere Kontaktperson? Ne, wir sollen so einen Typen wiederholen. Den Forscher, der den Sarkophag quasi gefunden hat. Ups. 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 Wo sind die Treppen? Kann ich einfach so machen? Ja, kann ich. Aber ist auch eh dumm wie Stroh. Ja, sind sie. Oh, wow. Hallo. Vollidiot. Oh, Mann. Ich verstehe das nicht. Ich bin der Meinung, das ging damals nicht. Genauso bin ich der Meinung, dass die viele Mäuse mir eigentlich Blut wiedergegeben haben. Aber naja. Ist egal. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war oder jetzt so sein soll, aber. Oh. Haben wir schon voll. So. Wen oder was treffen wir hier an? Wie kreisrund die das gemacht haben. Okay, was haben wir hier? Wah! Oh mein Gott. Ihr habt uns nicht gesehen. Was war's hier? Friss Wolf. Oder umgekehrt, der Wolf frisst dich. So, das ist ja schon mal hinüber. Oh, ich hoffe, das kommt im nächsten Teil auch wieder vor. So, auch der ist weg. Sollte nicht allzu viel Blut verschwenden, weil ich weiß nicht, ob hier noch was Krasses passiert. So, bei so einem Bosskampf oder so. Der könnte wir es vielleicht nochmal gebrauchen, sag ich mal so. Da komme ich nicht rein. Geht's da weiter, oder? Ah, die mit den Scheiß-Uzis. Deswegen verzieht wie sonst was, haben wir ja schon mal festgestellt. Deswegen habe ich es auch die Waffe nicht weggeschmissen. Hier ist nichts. Wow. Das ist traurig. So. Gut, dann ist ja halt nichts. Gucken wir mal drüben auf der anderen Seite. So, da wäre was. So, Leute. Wer möchte gefressen werden? Wow, wow, wow. Ist ja gut. Oh, shit. Kannst du mal. Na, komm mal runter. Blöder Sack. Ey, das ist unfair. Wow, wow, wow. So, erstmal Blut tanken. Und Leben tanken. Haha, er schützt uns sogar, perfekt. So, das war der. So, haben wir noch Ärger? Du. Ja, ja. Was zum. Bist du wohl das lassen? So, wieder voll. Ja, ja.
Oh shit. Oh shit, hier Wolf. So. Den hätten wir auch noch Stress haben. Jetzt gucken wir, was wir hier noch haben. Mann, lass mich doch mal in Ruhe, du Blödmann. Glaube ich ja nicht. Motorboot. Was ist da gerade explodiert? Mann, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Glaube ich ja nicht. So. Und jetzt? Moment, wir haben doch auch nochmal die Käfer. Hä? Warum rennt er jetzt weg? Wow! So. Oh, das war wichtig jetzt wegen dem Leben. Puh. Den habe ich gar nicht wahrgenommen. Also nicht sofort jedenfalls. Sag mal. So. Der andere ist abgelenkt. Perfekt. Schon wieder ein Schrotpatron. Wow, fast hat euch Wasser gefallen. Kann man aufhören, auf mich zu schießen? Sag mal. Hier. Danke. Ja, die Fledermäuse haben auch was. Ne, die Raben sind das. Ups. Sorry. Gut. Was war der? Gut, dann gucken wir weiter. Was finden wir hier noch alles? Okay. Schon wieder Schrotmunition. Warum so viel Schrot? Ich befürchte, hier passiert irgendwas hinter. Deswegen speichere ich mal kurz. Sicher, sicher. Ups. So, und dann gucken wir, was hier drin auf uns wartet. Aha, passiert wirklich was. Na, wer schleift da sein Messer? Daneben. Du, Johansen, would lure the servants of Satan. But I set this type for the Archfiend himself. Where is LaCroix? Gib sie Johnson heraus und ich lasse sie im Leben. LaCroix, glauben Sie, LaCroix würde allein herkommen? Sie verschwenden ihren Atem, Sterblicher. Ich werde ihren Körper bis auf den letzten Tropfen leer trinken. Oh, das wäre ideal. Dann lassen Sie uns einfach mit dem Teil kommen, wo ich sie töte. Hehe, 4. Nice. So, Grünfeldbach. Ja, was? So. Er ist da oben. Wir können eigentlich mit dem grabenden Käfer angreifen, aber. Hab's. Schießstation. Ja. Wirklich gut im Schießen scheint er bisher nicht zu sein. Wir gehen einfach mal hoch und schnappen uns den Nahkampf. Au! Kommt der Schaden jetzt her? Was zum? Was ist denn jetzt weg? Ach, der ist da unten, wow. Hier darf ich nicht rein. Da wo unser Ziel drin warten, wa? Sag mal. Kannst du nicht mit dem scheiß Kreuz blenden? Hopsa. Autsch. Na komm. Mann! Oh, danke. Autsch. Boah, also auf Dauer nervt er. Na toll. So, und jetzt können wir mich hier verstecken. Alles. Kriegst du es auch kaputt? Geil, wir können uns theoretisch hier drin einfach verstecken jetzt und den ganzen Spaß nochmal machen. Ich gehe mal auf geraden Käfer und gucken, wie Schaden das macht. Oh, wie instant er schießt, ey. Treffe ich auch, wenn ich seitlich bewege?
Ja, treff, ja. Der Käfer braucht aber auch zwei, oder? Ein Blutpunkt, zwei Blutpunkte. Nee, dann lohnt sich das sogar noch mehr. So, und jetzt? Wo ist er hin? Ernsthaft, wo ist er? Au. Hä? Ich sehe den nicht. Ach, da! Oh mein Gott. Okay. Boah, er nervt ein wenig. Einfach nur, weil... Wow, jetzt zerschießen sie ganz weg. Eigentlich könnten wir hier warten, oder dahinter zumindest, weil das, glaube ich, nicht kaputt kriegt. Ja. So können wir auf jeden Fall gewinnen. Nervt mich zwar selbst ein bisschen, hier zu warten, aber hey, spart uns eine Menge Kohle. Brauchen wir kein Blut mehr saufen. Problem ist nur unsere Tierfähigkeit, ne? Können wir eigentlich irgendwelche Waffen gegen ihn benutzen? So ein Messer oder das Ding? Das Ding müsste doch eigentlich gut gegen ihn sein, ne? Er ist ein Mensch. Oder? Haben wir noch andere Waffen? Ja, das. Können wir zurückschießen. Aber nur eine Ego-Perspektive. Wow. Wenn wir ihn treffen würden. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Wow. Ne, keine Chance. Trifft er uns immer noch hier? Ne, wir sind theoretisch safe. Oder auch nicht. Jetzt sind wir safe. Er schießt nicht auf unseren Kopf, scheinbar schießt auf den Oberkörper oder so. Kann ich jetzt noch pauschal behaupten. Ist ja außer Reichweite. Was bringt das denn, wenn ich Rechtsklick mache? Warum steht jetzt hier außer Reichweite? Achso, wegen. Ja, ich glaube, Käfer. Eine Scheißwaffe. Ist halt auch zu viel. 9 Schaden. Ich bin begeistert. Ja, dann war das schon mal wieder. Dann wird die Waffe. Okay. Schnell. Ah. Der Typ nervt, weil er sich wegporten kann. Was zum... Bär! Toll. Oh, das ist unfair, wenn er sich wegportet. Ernsthaft, das ist doch voll doof. Oh, jetzt trifft er uns auch noch. Was war das denn für ein Fehler? Stirb. Wow. Ich bin einmal getroffen mit 14 Schaden. Ist ja voll lächerlich. Okay, können wir auf ihn zurennen und ihn beschießen? Wir haben ja nur Uzi. So. Ich möchte mich lieber noch ein bisschen heilen. Können wir eigentlich noch irgendwelche Punkte vergeben? Ne, wir haben nur einen. Schade, sonst hätte ich mehr Verteidigung reingemacht oder so. Ups. Ich wollte schon damit auf ihn zulaufen. Upsa. Upsa. Ernsthaft? Oh wow, was für eine
sinnlos, sagst du, war das denn jetzt? Da ist hingelaufen. Okay. Das Feuer ging gut. Feuer ist doch gegen alles gut, oder nicht? Oh ja. 18 Schaden, das sah doch schon gleich viel besser aus. Kann er aufhören, da hinzulaufen? Ich meine, ich muss die Theorie schon auch aufhören. Ah. Das ist wieder unten. Die Zeit müssen wir ausnutzen, während er sich selber auch bewegen muss. Ja, komm her. So, umdrehen. Direkt wieder hin. Wo ist er? Da hinten. Hihihihi. Von wegen. Ach, komm. Na komm. Haben wir es nochmal erwischt. Direkt wieder zurücklaufen. Das ist unfair, dass er uns blenden kann quasi. Upsa, direkt hinterher. Das spart eine Menge Zeit. Ja, ja, du triffst uns wieder ein, zwei Mal und dann war's das wieder. Oder nicht? Oh, hat das langsam. Wo ist er? Da hinten links wieder. Tschala. Okay, ein letztes Mal noch. Ist immer die gleichen Punkte, wo er hingeht? Ja, jetzt bist du eh dran. Trottel. Tschüss. Okay, das war er. Ja, lässt sich mal eine Waffe für mich fallen? Blöder Kerl. Na ja, gut. Hat funktioniert. Das Feuer ist mega stark, muss ich sagen. Zumindest gegen den jetzt gewesen. So, komme ich denn jetzt oben rein? Ja. Nichts. Okay, der Schuss ist einfach weg. I told you everything. There's no reason for you to keep me here. Let me go. Was bist du für ein Vogel? Dr. Johnson? Johansen. Seine Stelle, sagen Sie mir lieber, was Sie über den Sarkophag von Ankara wissen. Wir machen eins. I am an archaeologist. You can't hold me here like this. I am a hostage. I do not need protection. Bring me back to my hotel at once. Ja, reg dich ab, Opa. Sonst zeige ich dir, was wirklich schrecklich ist. I am an old man. How can you threaten me like this? Do you have a conscience? Just let me go. I have a wife and children. I want to see them again. Help me. Warten wir uns mehr fragen, dann habe ich keinen Grund mehr, Ihnen weh zu tun. Das war die falsche Antwort, Professor. Wir machen eins. Ja, ja, okay. Anything, just get me out of these caverns and away from these crazies. I think I'm starting to get pneumonia. Sagen Sie mir, was Sie über den Sarkophag von Ankara wissen. The sarcophagus? You went through all that trouble for the sarcophagus? Ja, I'll tell you. But don't you think it would be better to get out of here before those men come back? Die sind eh blind, die tun uns nichts. Ich habe mich schon um sie gekümmert. Sie werden uns keinen Ärger mehr machen. Machen Sie sich keine Sorgen um sie, beantworten Sie nur meine Fragen. Wenn es sein muss, kann ich sie auch anders dazu bringen, meine Fragen zu beantworten. Mit dem 1. I guess if you can get all the way here, you deserve the answers. But can I make one request first? After I answer your questions, you help me escape. Ja. All right. Where should I begin? Das können Sie mit dem Sarkophag sagen. Let's start with the history of the Ankaran sarcophagus. That is a long and interesting legend, lost and found throughout the ages. Tell me, are you familiar with the Assyrians? Assyrer bekannt? Einfach mal nein. Well, the Assyrians lived in Mesopotamia, a region between the Tigris and Euphrates rivers. Most of this territory is now modern-day Iraq, Iran, Turkey and Syria. Okay.
Ja, Geschichte habe ich in der Schule schon immer gehasst. Na, mit dem 1, oder? Spannen Sie mir? Ja. They were warmongers, conquerors, a people driven to expand by their kings. Even before the Romans, they migrated their conquered people to the territories to stem revolt. But I'm afraid I'm getting off the subject. Ja, das stimmt. Well, the markings on the sarcophagus seem to hint that it is from sometime between 1050 and 800 BC, which was a period of fierce expansion by the Assyrians. Oddly, for those years, only one king shows up on the historical record. Die ganze Zeit? Wow. Das sind 250 Jahre. Einfach so. While most likely he wiped all evidence of his predecessor's existence or passed the name to his heirs, one monarch, Mesarach, the one-eyed king, is given credit for the territory and achievements of this time. But he would have had to have been over 250 years old, like Dracula or something. Und hat das, was er gesagt hat, falsch verstanden? Nummer 2. I find it hard to believe a sarcophagus with a person as important as Mesarach could remain in, what is the word, pristine or intact condition for so many years. But this is who is believed to be contained within. Okay, sind Sie sicher? War ein Vampir? Warum öffnen Sie ihn nicht einfach und finden es heraus? Ersparen Sie mir den Scheiß. Wie Nummer 3. Ich will wissen, ob er Angst erfahrt. Maybe you have not heard. It was stolen from the museum before we had a chance to open it. Usually we use equipment to carbon date, x-ray and take air samples before we pry open the lid. Sie haben sie mit einem Vampir verglichen, aus welchem Grund? You know, it is interesting that you ask me that. The goddess on the outside of the sarcophagus was Lamastu. In Assyrian myth, Lamastu was an evil demoness who preyed on humans. Many people cite her as the mother of vampire myth, and... Aha. Und? The engravings on and found around the sarcophagus portray a regal figure drinking the blood of his enemies. Now, this image is found in many cultures, specifically among those of royal lineage. But there is a quite scientific explanation. Jetzt kommt's. A disorder known as porphyria. In short, it is caused by a deficiency of the iron in the blood, and in many cultures, for the nobility that could conceivably get away with the cure, the treatment was to drink human blood. Aha. Also hat Mesarach menschliches Blut getrunken? Porphyrie? Ich glaube, das habe ich auch. Bin immer das Erste. Perhaps. Drinking the blood of your enemies is, if nothing else, symbolic. It can inspire fear in your foes and dissidents. Don't misunderstand me. I in no way believe it was a vampire. Vampires. That's what caused this whole mess. These maniacs believe they exist. Ja, genug Geschichtenunterricht. Wie öffnet man Sarkophag? Ah, quite interesting. There is a surprisingly complex mechanical lock on the face of the sarcophagus. By sheer luck, we were able to find the key not far from the sarcophagus. Why no one ever found it and robbed it, it's perplexing. Schlüssel, natürlich. Haben Sie ihn? How strange, you would ask. I haven't seen the key since it was loaded onto the Elizabeth Dane in Turkey. It was stolen before the sarcophagus even. I am still hopeful that the police find both pieces before the contents can be disturbed. Ah, das wird schwer. Haben Sie einen nachgemachten Zweitschlüssel? No, it's not the kind of key you can copy at the hardware store. It's actually very sophisticated, and I meant to study it at the museum. I've answered all your questions. Do you think now you could please get me out of here? I don't care who you are or why you've had so many questions about the sarcophagus. I just want to leave this place. Wahrscheinlich befreie Sie. In der Nähe liegt ein Boot. Dann können wir fliehen. Es tut mir leid, ich fürchte, Sie wissen zu viel. Wenn Sie schreien, finden
Sie vielleicht wieder mal eins. Thank you, my friend. I don't know where you came from, but I will never forget this kindness. Alles klar. Ja, schön. So, bevor wir ihn da rausbringen, würde ich sagen, halten wir den Part. Und ja, und kommen einfach mit dem blöden Schlauchboot. So, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.